Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Salon. Oder Saloon. Wir haben nur Tisch, keine Stühle, okay. Kann natürlich rausgucken, klar. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts weiter. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle hingezeichnet habe. Okay, ich habe es gehört. Fun Fact. Mann, Boki. Immer will das spoilern, ey. Der alte machen. Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Mitnehmen. Der Tisch ist zu schwer. Erinnerst du dich noch? Ich wollte nie meine Thunfischsuppe essen. Wie könnte ich das vergessen? Du hast sie gesammelt, aufbewahrt und dann eine super Wasserbombe damit befüllt. Alfred hat noch Wochen später gestunken. Bäh. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Erinnerst du dich noch an diesen Tisch, Harvey? Hier haben wir gegessen, gepuzzelt und mit Alfred spanische Inquisition gespielt. Ich frage mich, ob die Fußnägel je nachgewachsen sind. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. What? Papa brauchte den ganzen Tag, um es genau gerade hinzuhängen. Ich brauchte nur Sekunden, um es zu verrücken. Wir waren ein eingespieltes Team. Oh, wie gemein, Edna. Ich kann nicht. Der Anblick lässt mich verstummen. Nein, dahinter ist kein Tresor. Weißt du nicht, genau. Guck mal, Harvey. Unser altes Gemälde. Die Plünderer wollten es wohl nicht. Alles klar. So, was hatten wir hier hinten? Wir hatten hier Spiegel sogar. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. What? Nein, der hing immer da. Hallo? Ist Edna da? Sie kommt wohl heute nicht mehr raus. Ich glaube auch nicht unbedingt. Er ist unbrauchbar. Guck mal, Harvey. Das bist du. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Alles klar. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Ich hab das Gefühl, das wird nur noch diesen Part gehen, Leute. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Oder vielleicht auch zwei Parts. Hallo? Mäntel des Schweigens. Ja, ich glaube nicht mehr lange, Leute. Es geht, glaube ich, nicht mehr lange. Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Guck mal, Harvey. Mattis Mäntel. Wenn Herr Mantel die sehen würde, bekäme er einen Herzstillstand. Das denke ich auch. Hier ist alles tot. Wozu? Sie ist tot. Egal. Kannst du mir sagen, wo der Kompost ist? Ich bin der Kompost. Oh. Oh. Die Pflanze ist tot. Guck mal, Harvey. Eine von Mattis Topfpflanzen. Welche Ironie. Früher hat sie mich zu Tode gelangweilt. Und nur
Hatten wir auch schon mal, den Text. Haustür brauchen wir nicht. Hatten wir ja schon. Oh, wir können hier noch weiter nach oben. Ins Schulzimmer, ins Bad und ins Arbeitszimmer. Okay. Eieiei. Stuhl. Feuerzeug, Kerze, Feder, Tisch, Bett, Foto. Ui. Er hat sich die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem... Stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte. Aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt. Und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern. Hui. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Was mitnehmen? Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Okay. Willst du mir etwas sagen, Edna? Deine Schuld, deine Schuld, deine Schuld! Nein! Hör auf damit! Ich sehe traurig aus. Weißt du, wann dieses Foto gemacht wurde, Harvey? Ich glaube, ich war nicht dabei. Oh. Das ist Mattis Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Warte mal, Harvey war nicht dabei? Ist Harvey nicht eine Produktion aus unserem Unterbewusstsein? What? Das ist Mattis Bett. Ach, Mattis. Das ist Mattis Bett. Kannst du dich doch trotzdem reinlegen. Sieh mal, Harvey. Mattis Bett. Er ist nicht da. Wir können eine Kissenschlacht machen. Harvey. Mattis kommt nie wieder. Yippie! Dann haben wir sogar Zeit für zwei. Oh, Harvey. War der nicht immer viel größer? Der gehört hierhin. Ich sollte ihn nicht entfernen. Hallo, Stuhl. Ich bin zurück. Bald kann ich mich ausruhen. Ich muss nur noch in mein Zimmer, um meine Erinnerung wiederherzustellen. Willst du dich einen Augenblick hinsetzen, Harvey? Nicht nötig. Wir sind ja fast am Ziel. Außerdem werde ich ja die ganze Zeit getragen. Stimmt. War der nicht immer viel größer? Ich werde hier später umdekorieren. Darf ich kurz stören? Nein, ich bin beschäftigt. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Habe ich hier noch eine Schublade? Nee, ne? Nee. Okay. Erinnert dich dieser Tisch an etwas, Harvey? Ja, an Hausaufgaben. Hausaufgaben ist ja eklig. Das Feuerzeug meines Vaters. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Oh, sie hat sogar wirklich mitgenommen? Oh. Flim, flam, funkel, Licht ins Dunkel. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß machen würde. Na klar, wir können endlich Alfreds Ameisenfarm ausräuchern. Alfred ist tot, Harvey. Wie lange leben Ameisen? Das war die Schreibfeder meines Vaters.
Ach, Mathis. Haben wir nur Feder oder auch? Nein, okay. Nur Feder. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Wenn du mir doch nur sagen könntest, was damals vorgefallen ist. Das steht mir nicht zu. Woran hat Mathis hier gearbeitet, Harvey? Ich glaube an einem Kochbuch. Du weißt es nicht, oder? Ertappt. Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Ui. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Ob Mathis da, wo er jetzt ist, auch Licht hat? Bestimmt. Mathis hat mir verboten zu zündeln. Aber Mathis ist nicht hier. Erinnert dich diese Kerze an etwas, Harvey? Nur daran, dass ich langsam müde werde. Ich weiß. Es war ein aufregender Tag, kleiner Kumpel. Ich zünde sie für Mathis an. Später. Ja, warum später? Aber okay. Dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu. Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Es sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken, aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder und diese schweren Holztüren und so weiter, aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist eine eigene Zeit nur für dieses Spiel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Nein. Du sagst dir das gleiche immer, ne? Ja, okay. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Das gehört mir bereits, glaube ich. Hallo? Jemand zu Hause? Das Wasser ist wohl abgestellt. Soll ich dich waschen, Harvey? Was? Ist etwa schon wieder Schaltjahr? Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Eine Woche? Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist... Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Der Hahn meiner alten Badewanne. Der lässt sich nicht abnehmen. Alles klar. Das war... Soll ich dich waschen, Harvey? Alles klar. Badezimmer ist, wie es aussieht, relativ unnötig. Es ist halt nicht unnötig, das sag ich nicht. Eher, es hat keinen Nutzen, außer dass wir ein bisschen in Ednas Vergangenheit gucken können. Oder einiges erfahren, sag ich mal. In Erinnerung schwelgen können. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie
bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Ich räume später um. Ah, meine empfindlichen Ohren! Ups, sorry, kleiner Kumpel. Die Kreide ist alle. Weißt du noch, wie wir gelernt haben, Unterschriften zu fälschen? Hatte es etwas mit Raketen und Riesenspargel zu tun? Nein. Ja, ja, dann weiß ich es noch. Was? Alles klar. Das ist der Stuhl vom alten Hornbusch. Dieses Zimmer werde ich vollkommen neu einrichten. Aber erst muss ich meine Erinnerung zurückhaben. Ob der Hornbusch wohl noch lebt? Bestimmt. Mein Platz war da drüben. Abwechselnd auf dem Stuhl oder im Schrank. Willst du dich einen Augenblick hinsetzen, Harvey? Nicht nötig. Außerdem... Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Bin ich Atlas oder was? Ja. Hallo, Welt! Hörst du mich? Geh aus der Leitung. Ich rede gerade mit Venus. Ich bin genau hier zu Hause. Aus welchem Land kommen wir eigentlich? Schwer zu sagen. In Erdkunde haben wir immer Alfred mit Spuckekugeln geärgert. Also Peru. Was? Wegen der Lamas. Ja gut. Ach ja. Den will ich nun wirklich nicht. Hallo? Ist da noch jemand drin? Nein! Ich meine... Nein. Erinnerst du dich an diesen Schrank, Harvey? Ich kann immer noch nicht glauben, was dir diese Verbrecher angetan haben. War der nicht immer viel größer? Das kam dir, glaube ich, nur so vor. Ich werde hier später um dich... Darf ich kurz stören? Nein. Meine Hausaufgaben sind so gut. Ach, deswegen hat sie das gesagt. Erinnert dich dieser Typ? Ja! Das war mein alter Stuhl. Ich hab mich schon gewundert, warum sie hinten im Arbeitszimmer auch das mit den Hausaufgaben gesagt hat. Aber das macht natürlich Sinn, weil das ist der Dialog von dem Tisch hier ist, sag ich mal. Oder der Monolog. Dieses Zimmer werde ich voll... Aber erst... Klebt etwa immer noch mein altes Kaugummi an dir? Wow, extra langer Halt. Wow. Ich will mich nie wieder hier hinsetzen. Willst du dich einen Augenblick hinsetzen? Nicht aus. Das ist der Stuhl von Alfred. Bäh. Dieses Zimmer werde ich voll... Aber ihr... Alfred, Alfred, Alfred. Was ist bloß geschehen? Das würde ich auch gern wissen. Oha. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Oh. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Für
der Informationen. Die Erinnerungen. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.